Ich wünsche euch an der Stelle erstmal einen wunderbaren, schönen Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure DLC. Ganz genau. Ich muss ein paar Sachen sagen. Ich war im Urlaub. Sorry, dass seit Mittwoch oder Donnerstag kein Video kam. Aber ich war im Urlaub und konnte nicht komplett alles vorproduzieren, was man hätte vorproduzieren können. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich muss noch ein paar Worte zum Anfang gleich loswerden. Lesen wir uns das ganz kurz durch. Rabbit Kong hat eine winzige Gartenschlange entdeckt, als er ein paar Hortensien gepflanzt hat. Der Künstler hat bei den Proportionen übertrieben, um seinem Ego zu schmeicheln. Ah yes, I see. Und zwar. Bestimmt, manche wundern sich safe, warum keine anderen Videos kommen, außer Mario und Rabbids. Hier geht's runter und da gibt's auch ein Puzzleteil. Lecker. The thing is, solange mein PC nicht fertig zusammengebaut wird, wird es vermutlich auch nichts anderes geben. Ich weiß zwar noch nicht, wann mein PC fertig ist, aber wenn er fertig ist, freut euch auf jeden Fall auf andere Let's Plays und ja, dann wird Stray kommen und noch ein paar andere Sachen. Dann wird es mit Inside auch weitergehen, was ich ja bei 10 Jahren immer noch warte, dass ich es weitermachen kann. Komme ich aber halt einfach nicht zu. Es tut mir so unfassbar leid. Aber da müsst ihr euch einfach noch ein bisschen gedulden. So. Es ist wieder soweit, wieder Real Talk Zeit. Okay. Was gibt's denn noch Spannendes zu erzählen? Ich weiß es tatsächlich nicht. OBS hat ein neues Update bekommen und ich hoffe, das funktioniert soweit alles. Keine Ahnung, ich hole mal das Mikro ein Stück näher. Ich glaube, ich bin sehr leise zu hören. Ich war beim Friseur. Ich sehe fantastisch aus. Okay, ihr habt genug gesehen. Ich habe es extrem kurz machen lassen und ich habe sogar kostenlos bekommen. Ich bin so glücklich. Ich hatte vor dem Urlaub, also vor 2 Wochen, habe ich einen Termin gemacht und das war halt so. Da war dann eben ein Kollege krank und ich musste versetzt werden und ich war anscheinend der Einzige, der wirklich höflich geblieben ist. Bei der Absage, andere sind da stehen geblieben und haben irgendwie, ja, also ich will jetzt trotzdem meinen Haarschnitt. Und ich war so höflich und das hat den Friseur so sehr beeindruckt, dass er gemeint hat, yo, du kriegst das heute kostenlos, weil du cool bist. Das hat mich so krass gefreut. Der arme Kerl wird von Telefonverkäufern belagert, die ihn überreden wollen, in Bananen-Futures zu investieren. Seit Rabbit Kong Bananen hortet, ist der Markt sehr volatil geworden. Wäre ich der Rabbit, würde ich die Short Position wählen. Ja, ja, genau. Also eben, fand ich mega, mega nett. Ah ne, ich dachte, hier wäre schon der nächste Kampf. Aber erstmal ein Rätsel. Gar keinen Bock auf Rätsel. Hab ich schon gesagt, dass ich keinen Bock auf Rätsel? Ich habe keinen Bock auf... Ist aber kein Knopf hier. Was ist ein Knopf? Oh, wir müssen zuerst blau aktivieren. Damit wir rot aktivieren können. Oh. Yes, yes. Ja, aber dann machen wir doch erstmal. So. Was bringt mir das hier? Gar nichts. Ich habe gar keinen Bock auf so ein Rätsel, aber ey, lass es uns einfach mal probieren. So, dann. Das bringt mir ja schon mal gar nichts. Vielleicht muss ich auch einfach so diesen hier machen. Fühlt sich nämlich smart an. Ah, nee, doch. Wobei, look at that. Da ist der blaue Button dann auch schon gepresst. Und wo muss ich hin? Natürlich genau auf die andere Seite. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Projekt ist langweilig wegen der ganzen Rätseln. Aber ey, skippt das einfach und schaut euch den Rest an. Das Spiel besteht nicht nur aus Rätseln.
Ja, aber das ist ja jetzt theoretisch easy. Ja. Cool. Fertig. Jetzt will ich aber auch einen krassen Preis haben. Eine Kiste. Da drin befindet sich eine ultimative... Ich muss mich erstmal wieder reindecken. Wie gesagt, ich war 2 Wochen im Urlaub, 2 Wochen nichts aufgenommen. Gestern hatte ich noch den Stream. Also ich glaube, das Video kommt am Montag. Das hier. Das heißt, am Freitag war der Stream. Der so spät abends war Mario Kart. Genau. Da ist das nächste Kapitel. Was ist das hier? LOL. Oh, hier ist sogar ein Puzzleteil. Wo bringt sich das hin? Zu einem weiteren Rätsel, Leute. Qualitätscontent. Ich feiere, also ich finde die Rätsel sind klar, die sind cool, nice und so. Aber irgendwie, ich glaube, euch interessieren die eher nicht. Ich merke das immer, wenn ein Rätsel kommt, schalten die meisten ab. Und ich kann verstehen, warum. Was soll ich machen? Ach, das kann ich schieben. Ja gut, es gibt die Rätsel, wenn ihr sie nicht sehen wollt. Ich mache sie mal trotzdem, vollständigkeitshalber. Es gibt ja immer Leute, die so Hilfe suchen für sowas. Oh. Ah. Oh, I did a mistake. Muss erst runter, rüber. Na! Oh Gott. Das soll bitte auch verbessert werden im neuen Game. Shazam. Shazam. Und wir können den grünen Button pressen. Wunderbar. Oh, ich kann mich an dieses Rätsel sogar erinnern. Das ist gar nicht... Also ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich so Ewigkeiten gebraucht habe für dieses Rätsel. Oder dass ich es nicht mal geschafft habe damals. Ja, 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 okay, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ist das das? Ja, das ist das. Der Grüne ist jetzt in diesem Loop hier gefangen. Ich kann den Blauen drücken. Wobei, nee, doch nicht. Ich habe nichts gesagt, Guys. Das hier bringt mir nichts, weil der Block hier oben ist und ich den nicht wegbewegen könnte. Das wird es vielleicht sogar einfacher machen. Aber das ist halt einfach dieses... So... Bei. Boah, ey, legit, keine Ahnung, ob ich hier irgendwas richtig mache. Aber das fühlt sich gut an. Das fühlt sich richtig an. Ich habe das todesschwer in Erinnerung. Capless Guys, Capless Guys. Das bringt mir auch nichts, gell? Nö. Okay, okay. Ich mach's jetzt noch kurz und dann sonst gebe ich das, weil ich erinnere mich, dass das ultimativ schwer war. Kriegst die beide nicht dahin? ich hab doch keinen Plan, Mann.
Es fühlt sich aber nicht not bad an, beide hier zu haben, oder? Hab ich's? Ich hab's doch. Lil! Guys! Ich hab's geschafft. Okay, 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 gut, wir haben's. Ich bin zwar nicht wirklich motiviert da, aber okay. Wir haben es. Bringt Webstein. Das ist nur für ein Gemälde. Ey, das ist unfassbar unnötig. Aber okay, wir haben es vollständigkeitshalber. Und jetzt starten wir direkt in den Kampf rein, damit die Hälfte der Zuschauerschaft wieder aufwacht. Leute, aufwachen, wir sind in einem Kampf mit Feuerspuckern. Da weiß ich nicht, ob ich das fühlen soll. Oh, und Sprung. Moment mal, jetzt sind da drei Idole. Sogar ein feuriges. Ja. Okay, dann lass uns mal gucken. Okay, besiege alle Gegner. Ich kann euch nicht handeln, gar. Können dich aber taken? Wie weit kannst du denn laufen? Ach so, ja, okay. Ich könnte natürlich den Sprung hier rüber wagen. Durch die Röhre steppen und mich mit DK einfach hier hinten verstecken. Und den Wurf hier tätigen. Das fühlt sich gut an. Ich mach's einfach mal. So viel falsch kann man da ja schon nicht machen. 70 Damage machen wir mittlerweile. Nice, nice. Hier treffe ich 10.000. Also wer würde da nicht reinthrown? Also jetzt mal for real. Komm, und schön noch einen rausnehmen. Maybe den zweiten auch noch schön. Oh, die Crits. Der schmeckt. Ah, ich werde auch getroffen. Maybe nicht so gut. Okay, aber die sind out of range. Aber vielleicht nächste Runde. Das war schlau. Soll Cranky tanken? Cranky hat viel Leben. Oh, Cranky hat am wenigsten. Cranky sollte nicht tanken. Keine Ahnung, wo Cranky sonst hin könnte. Aber dann tankt Cranky nicht. Mich das? Könnte mich halt auch treffen. Wobei, nein, an der Stelle wird es mich gar nicht treffen. Probier's trotzdem mal, mal gucken. Er wird gehunnied, genau, weil ich ja aus der Luft schieße. Das gibt hier den Dash und Rabbit Peach escaped auch mal nach da. Tackelt ihn aus dem Leben, ihn auch. Und stellt sich, würde ich sagen, mal so ganz zielmäßig hier hin, um den da hinten noch abschießen zu können. Genau. Warum ist mein OBS-Chat hier sitzt? Warum wird der überhaupt eingeblendet, wenn ich nicht mal live bin? OBS, was ist los mit dir? Update war schlecht. Wir taken ihn raus, warum nicht? Ist alles kompliziert, ich weiß. Ja, und das hier. Was anderes können wir nicht machen. Also er kann eigentlich gar nichts. Hätte er überlebt, er könnte sich bewegen, er könnte keine Ulti zünden und nicht angreifen, also er hätte Stein einfach. I guess jetzt einfach mal, dass einer von denen hierher steppt zu Cranky. Deswegen zünde ich mit Peach die Bubble. Cranky, du überlebst das. Und wir geben mal den Zug ab. Feuer und Rückstoß sind das, okay. Feuer sollte aber nicht bis zu Cranky kommen, oder nur ganz knapp. Warum sagt ihr eigentlich? Aber Cranky steppt weg. Nein. Nein. Oh, aber er steppt zu DK. Okay, Cranky überlebt noch. Wir müssen auf jeden Fall jetzt kurze Prozess machen und die Guys rausnehmen. Könnte wichtig werden. Sind meine Lichter ungleichmäßig? Sieht so aus, ich bin sehr dunkel. Irgendwie. Mach mich, glaube ich, gleich nachher mal heller.
und guck, wie das dann aussieht. Apropos aussieht, die Runde sieht sehr, sehr schlecht aus gerade. Also abgesehen davon, dass die alle auf Peach gehen, die Bubble anhat, bin ich ja relativ gut. Aber Cranky ist ein bisschen... Ist ein anderes Thema, sagen wir so. Strong. Beide werden getroffen. Hat sich auf jeden Fall direkt schon mal gelohnt, das zu zünden. Der eine ist sogar raus. Unfassbar strong. Unfassbar strong. Ey, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob bei euch in letzter Zeit das Wetter auch extrem schlecht ist und kalt. Mir ist legit kalt. Ich kann hier immer noch nicht escapen mit ihm. Okay, wir müssen uns darum kümmern, dass Cranky escapen kann. Wieso kann DK das nicht... Oh, weil DK hier nur hinkommt, wenn er den Block nimmt. Okay. Oh, wobei... Oh, aber das sieht sehr saftig aus hier. Nee, Cranky, wir machen dich mit... Wir holen dich mit Rabbit Peach ab. Rabbit Peach kann noch tanken, die hat genug Leben. Aber das hier ist halt schon 100 Schaden nur durch Werfen. Dash. Wop. Peach tankt jetzt diese Runde und Cranky steppt ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit weg. Einfach damit er safe ist. Habe ich schon gesagt, dass Cranky safe sein muss? Cranky kommt nicht bis hier. Oh, er kommt doch bis hier. Kann er da hinten noch was dashen? Ja, sein können. Der Sprung geht hier hin, um erstmal vor allem geschützt zu sein, vor dem man geschützt sein kann. Wir können ja mal so einen Burger reinschmeißen. Ja, beide down. Und sie können nicht attacken. Ist ja egal, sie sind sowieso down. Also das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ey, das neue OBS-Overlay sieht aber gar nicht mal so bad aus. Also ich habe zwar die Farben wieder zu den Standards gemacht, aber so diese Konturen und Outline ist alles so schön rund und schnuggelig. Das gefällt mir. Wieso explodiert das auf halbem Weg? Okay, wir warten. Gehen jetzt alle zu Peach, nicht wahr? Peach rennt noch weg. Okay, er kommt nicht hin. Oh mein Gott. Jetzt hätte er nämlich laufen können. War gut, dass er zuerst laufen wollte und nicht durchkam. Dude, du bist sowas von tot jetzt. Schönen Tag noch. DK wirft dich nämlich aus der Stage raus und feuert dich weg. Bam. Dann nochmal schön Schaden reingedrückt. Und da haben wir gewonnen. Und sie schlafen. Schlafen die ein? Darf ich sagen, dass sie einschlafen? IDK. Leute haben mich letztens gefragt, was IDK bedeutet. IDK ist meine eigene Abkürzung für I don't know. Also, ich weiß es nicht. Ja gut, man hätte es schneller machen können. Wäre der Typ nicht so weit weg gewesen. Wir hätten noch mit Rabbit Peach anders... Ich sag mal, so ist es okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, heute ist dann wohl wieder ein Boss-Level. Ihr seht das wahrscheinlich im Titel, ich nicht. Es ist Rabbit Kong. Aha. Mega Rabbit Kong, 5 vor 12. Bitte was? Das ist...
Das ist der Endboss. Na, scheinbar kriegt die Folge heute doch noch ein paar Klicks. Wir gehen auf jeden Fall in den Skilltree. Oh mein Gott, das war so unexpected. Oh mein Gott, bitte was? Jetzt können wir aber das verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Frank, du kannst weiterlaufen. Die Sache ist, ich weiß ungefähr, wie der Bosskampf funktioniert. Deswegen ist es auch wirklich legit schlauer, weiterlaufen zu können. Er kann halt noch gar nichts. Es gibt, glaube ich, keine Röhren auf dem Kampffeld. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass jetzt der Endboss kommt. Es tut mir leid, Guys. Ich bin unvorbereitet. Frankie kriegt einmal das hier und... eine krassere Abklingzeit, komm. Dann lass uns mal bei Weapons reinschauen. Nein, aber noch ein paar zu fehlen. Hatten wir DK nicht schon? Okay, Guys, dann wird das jetzt der Kampf. Ich bin sowas von ready. Rabbit Kong, dich mache ich fertig. Ich habe damit nicht gerechnet, Guys. Also, sorry schon mal dafür. Ja, kann einem passieren. Ja, so, let's go. Was hat der für Angriffsmuster drauf? Weiß es nicht. Okay, es sind auf jeden Fall noch andere Gegner hier am Start. Er hat 1000 Leben. Cranky macht... doch, Cranky macht das. Auf jeden Fall macht Cranky das. Weil DK wirft ihn gleich da weg. Und so können wir schon mal ein bisschen Damage machen. DK nimmt ihn. DK stellt sich hier hin. Und wirft Cranky... ich hätte halt Cranky gerne an einem Punkt, wo er auch attacken kann. Und ich glaube, das wäre hier. Wo ist die Musik? Guys, an der Stelle, ich mache euch... im Hintergrund läuft wahrscheinlich schon die ganze Zeit Musik. Ich mache euch auf jeden Fall Musik rein. Irgendwie fehlt hier was. There is something missing. Oder soll das so? Das ist richtig... oh, das ist unangenehm ohne Musik. Eine Bombe ist erstmal keine schlechte Wahl. I think. Vor allem, weil er komplett weggestoßen wird. Sehr schön. Hör mal ganz kurz, bitte. Was ist das hier hinten? Warum sind hier so Gesichter? Warte, wenn ihr von hier aus guckt, seht ihr das da hinten? Hier wird auf jeden Fall der hier reingefeuert. Ich weiß nicht, bewegt er sich? Ich weiß es nicht. Und oh mein Gott, das ist einfach der Final Boss ohne Musik. Aha. Der Cringe ist real. Aber der hat auch gut Leben, muss ich sagen. Ja, komm, komm. Bam. Bam. Ich habe keine Blockade mehr und werde jetzt komplett von Rabbit Cranky aus der Welt geschossen. Von Rabbit Cranky? Rabbit Cranky wird von Rabbit Kong aus der Welt geschossen. Der kann ja nicht auf alle gehen, der wird auf... da ist Musik.
Wir haben Musikgeist. Okay. Hä? Okay, es ist wahrscheinlich einfach nur am Anfang, dass die Musik nicht da ist. Spannung? Oh, das baut keine Spannung auf. Trifft DK hier überhaupt? Oh, aber DK könnte einfach Cranky nehmen. Cranky weiter nach vorne throwen. Hat Cranky Damage? Oh, Cranky hat... Nee, Cranky hat keinen Damage. Dann throwen wir Cranky nach da vorne. Die Musik ist wieder weg. Ich werde euch im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Musik einblenden, also sorry. Das ist ja schon echt lame. Und wir können auch mit Rabbit Peach über Cranky springen. Und zwar jumpen wir, wie gesagt, hier hin. Ich weiß, es ist sehr nah, aber wir müssen ihn ja auch treffen können. Also es wird die ganze Zeit, auch wenn Musik von da läuft, ich werde da jetzt gar keinen Bock drauf. Kann ich dich einschlafen lassen? Wahrscheinlich. Cranky, du sollst auch nichts tanken, komm. Ballers da jetzt einfach einmal rein. Maybe noch ein Schild für Peach, wenn die ein bisschen low life ist. Dann gebe ich den Zug mal ab und guck, was er macht. Jetzt ist wieder Musik da. Also die Musik ist ein bisschen broke, kann ich auch nicht ändern. War gar nicht so bad, wo er hin ist. Rab und nicht dahinter. Oh, Rabbit Peach könnte aber einfach eine Bombe dahin fahren lassen, gell? Wir nehmen Cranky, stellen uns dahin und werfen Cranky so hin. Ja. Lass mich mal so ein bisschen offenes. Erzähl, ich mach mal bei mir lauter. Damit ich wenigstens das Wellengeräusch im Hintergrund habe. Rebel Peach stellen wir nicht so offen hin. Rebel Peach stellen wir nicht so offen hin. Nicht mal die Bombe erreicht ihn. Damage. Cranky steppt hier hin. Und zündet böser Blick. DK trifft immer noch nicht. Und Rabbit Peach auch nicht. Nee. Dann wird dieser Zug hier ziemlich verschwendet. Das in einem Perfekt hinzukriegen, habe ich sowieso nicht vor. Hier, da gibt es nicht mal ein krasses Geräusch oder so. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Immerhin kann Peach ihn jetzt treffen. Ja, wie oft willst du jetzt noch DK umrennen? Ich gehe gleich, ganz ehrlich. Peach an der Stelle einfach mal tot ein bisschen. DK kann sie wieder nicht nehmen, aber DK kann ihn nehmen. Und ihn theoretisch auf ihn drauf werfen. Ich weiß nicht, wie ich mich am besten platziere. Ich bin mir sicher, er hat eine zweite Phase. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich mich platziere. Sehr schön. So will ich das. Er überlebt halt einfach. Wie traurig ist das denn? Wie traurig ist denn diese Runde, bitte?
Okay. Doch, wir können mal in Richtung fahren lassen von ihm. Ich gebe mal den Zug ab. Da ist diese Musik wieder. Ganz skurril. Er ist tot. Okay, daran kann ich mich remembern. An diese drei Schalter. Sind es drei? Ja. Wobei ich muss sagen, ein paar stehen gar nicht mal so bad. Seine Leben sind einfach ein bisschen glitchy. Ja, Rebel Peach, step auf den Block. Rebel Peach. Auch die Trefferschoss. Also sein komplett. Also er ist einfach Glitch himself. Okay, wir kriegen jedes Mal Damage, wenn wir auf einen dieser Schalter stehen. Frankie, du musst ganz dringend darüber steppen. Ne, springen bringt nichts. So. Und DK, du nimmst den hier und wirfst ihn einfach weg. So, ab in den Müll damit. Lass ihm noch Feuerschaden geben. Warum nicht? Okay, ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht mehr zu mir rennt. Jetzt erstmal Cranky Rabbit Kong dran. Schweres Wort, I know. Der Bosskampf ist verbuggt. Guys, ihr seht das. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber... Weird. Ja, lohnt sich nicht wirklich. Okay, okay. Mal gucken, was er tut. Nein. Nein. Nein, ich wollte eigentlich den Verteidiger treffen. Er haut uns aber nah zum Schalter. Das interessiert mich nicht. Ich step einfach mal hier hin. Warum nicht noch sinnloserweise einen Block auf ihn werfen? Gib mir Harry Potter Vibes, ihr wisst, mit dem Troll und so, wo die auch auf die Dings drauf werfen. Ich kann aber nach dem Step jetzt noch attacken. Okay. Da müssen wir hin, das weiß ich. Deswegen bin ich auch schon mal freundlicherweise in diese Richtung dafür gegangen. Und? Bam. Jetzt darf halt nur keiner von unseren Geist sterben. Dash you out of the world. Ich stelle mich mit ihr offen hin, dass Rabbit Kong maybe auf die Idee kommt, zu ihr zu gehen. Nicht zu Cranky nochmal, weil Cranky ist einfach short before dead. Und das wäre bad, wenn der jetzt noch sterben würde und wir deswegen ein Okay bekommen würden. Perfekt, gut, ja, ein Okay. Funktioniert das? Nein. Ja, okay. Er läuft zu Rabbit Peach. Gut, mein Plan geht auf. Wobei, er kann ja zweimal attacken. Er hat ja zwei Bananenseiten. Und er geht auf DK. Perfekt. Darf mir das egal sein? Stimmt.
er beschwört gleich einen Gegner. Rabbit Cranky überlebt das. Ich komme wegen einem Feld da nicht rein. Das ist ein Scherz. Das ist der krasseste Betrug, den ich jemals in meinem Leben genossen habe. Und jetzt eskaliert die Musik komplett. Boah, da muss ich voll drauf achten, wann ich euch Musik hinterlege und wann nicht. Vielleicht geben die mir Dingsstoß und ich falle ins Ziel rein. Wer weiß. Hoffnung ist da. Ja, ich hau sie selber weg. Okay, dann halt nicht. Oh, das muss so wehtun. Aua, aua, aua. Ja, wir dich auch. Rabbit, komm. Er ist down. Und Cranky muss ganz dringend Richtung Peach. Ich weiß nicht, ob das auch so übergreifend ist. Aber maybe reicht die Heilung von Peach da bis darüber? Dieses, genau dieses eine Feld. Das ist das. Oh mein Gott, wie cool. Boah, falls er sich traut herzulaufen, ist ja egal. Wer hat sich das mit der Musik ausgedacht? Nintendo, könnt ihr wenigstens mal einen Patch dafür raushauen? Jetzt mal for real. Es ist schon traurig. Also wirklich. Oh, wurde ich reingehauen? Ich hab's nicht gesehen. Ups. Trotz ihrer herzlosen Aktion auf dem Klötzchenturm, die uns herführte, hat sich Rabbit Peach als geläuterter Rabbit erwiesen, der in der Stunde unseres Sieges dieser armen Kreatur gegenüber Gnade walten ließ. Vielleicht ist sie eine Diva. Eine Diva der Würde, der Anmut und des Mitleids. Da hauen wir das gut raus. Finde ich toll. So muss das. Bin halbwegs damit zufrieden. Nun, wie dem auch sei, mit dem Diva-Teil liege ich jedenfalls richtig. Nun, Rabbit Kong, danke, dass du die Waschmaschine getragen hast. Wenn ich das nächste Mal umziehe, weiß ich, bei wem ich mich melden muss. Kleiner Scherz. Nun, ich glaube, die Garantie ist definitiv abgelaufen, aber die Waschmaschine ist so gut wie neu, oder zumindest so gut wie je und je. Ich schätze, nun heißt es Abschied nehmen, da du hier bleiben und für deine Bananengaunereien büßen möchtest. Für Rabbit Peach und mich ist es nun an der Zeit, ins Pilzkönigreich zurückzukehren. Ich bin allerdings entzückt, dass wir uns als Freunde trennen.
Und an der Stelle melde ich mich dann wieder zu Wort. Guys, es war unerwartet, dass der Final Boss heute schon kommt. Ich habe damit null gerechnet. Sorry. Und erstmal ein riesiges Dankeschön an alle, die sich dieses Projekt angeschaut haben. Und kommen wir zum Fazit. Es ist genau das gleiche wie der Hauptteil. Nur mit anderer Story und ein bisschen anders halt. Also gameplay-technisch ist es immer noch, genauso wie ein Hauptteil, extrem nice. 100 von 100. 100 von 10. Wart. Es macht wirklich mega, mega viel Spaß. Die Story mit Rabbit Kong, der durch einen Stromschlag wütend wird und dadurch die Waschmaschine kaputt haut und sie dadurch in einer anderen Welt landen und wir Donkey Kong haben, muss ich sagen, die Story ist eine 8 von 10. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr reinbringen können, weil man hat, also es ist, das ganze Ding ist kurz, es ist ja nicht lang, aber man hätte noch ein bisschen mehr dieses Hin und Her zwischen Rabbit Kong und Rabbit Peach einbauen können. Das wäre noch wichtig gewesen. Hätte ich jetzt noch reingemacht, theoretisch. Genau, das DLC ist kürzer als der Hauptteil. Aber ist ja auch okay. War auch günstiger, glaube ich. In der Gold Edition kostet, glaube ich, nur 10, 20 Euro mehr. Ist gerechtfertigt. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist ja klar. Ich bin ein riesengroßer Mario Rabbids Fan. Und freue mich, euch am 10. Oktober auch mit einer neuen Episode, nein, mit einem neuen Spiel der Mario & Rabbids Reihe begeistern zu können. Und muss sagen, war cool, hat Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann könnt ihr doch gerne mal einen Like da lassen und mir so zeigen, dass ihr Bock auf den nächsten Teil habt. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr seid nicht so traurig wie Rabbit Kong. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen. Auch hier in den Credits scheint die Musik ein bisschen buggy zu sein. Naja, was soll man machen?
einfach mehr Abstand als im Hauptteil. Das ist der Typ, den wir ganz am Anfang sehen. Ihr wisst Bescheid, wen ich meine. Damals, als ich noch mit Bluescreen gefilmt habe. Dem ist anscheinend jetzt mittlerweile auch aufgefallen, dass da so ein paar Guys in einer anderen Welt sind. Und dass ein Superfusionierer nie wieder sehen wird. Cool. Das ganze Getöns werden wir nicht machen. Es wird aber noch ein Part kommen, plus die Backtraining der dritten und vierten Welt vom Hauptspiel. Und dann schauen wir uns nochmal alle Gegenstände ein, die wir gesammelt haben. Ich verabschiede mich, bis dann, ciao, ciao, Leute.